Mit dem Laser Life Beam habe ich hier einen Fahrradhelm mit integriertem Herzfrequenzsensor. Also der Helm ist von Laser basiert auf dem Modell Genesis, wie ihr hier seht. Der Unterschied ist aber, dass hier vorne im Stirnband, also in dem schweißabweisenden Band, ein Herzfrequenzsensor integriert ist, der quasi direkt in der Stirn die Herzfrequenz misst, durch so ein LED-Verfahren. Ich habe hier hinten eine Elektronik in dem Helm drin. Hier oben ist erstmal ein Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus. Die Akkus und die Elektronik sind wasserdicht hier drin versteckt. Kann also auch im Regen fahren. Und ich habe hier unten noch so einen Schalter, damit schalte ich den Helm ein. Okay, der geht jetzt an und verbindet sich im besten Fall jetzt mit meinem Fitnessgerät. Das heißt, er kann per ANT Plus oder per Bluetooth Kontaktverbindung zu so einer Sportuhr oder auch zu einem iPhone aufnehmen. Ich habe beides getestet, hat beides wunderbar funktioniert, auch sehr stabil und schnell mit dem iPhone verbunden und spielt dort mit ganz normalen Fitness-Apps zusammen. In meinem Fall war es Runkeeper, mit der ich getestet habe und ausgiebig Rad gefahren bin. Ebenso gut war es per ANT mit der Garmin Vivoactive, kein Problem. Und wenn der Helm an ist, dann misst eben hier oben so eine LED-Leuchte permanent an der Stirn die Herzfrequenz. Ähnlich wie ihr es jetzt von der Apple Watch zum Beispiel am Handgelenk kennt. Nur scheint es hier oben ein bisschen genauer zu sein oder stabiler, sagt man nochmal, als eben an den Extremitäten, als an den Armen. Was viele fragen, ist, ob das nicht drückt hier, diese kleine Kunststoffplatte, die dann gegen die Stirn presst. Also ihr müsst den Helm jetzt nicht volles Rohr anpressen. Ihr tragt ihn wie einen normalen Fahrradhelm. Der soll eben nicht lummeln. Also ein Fahrradhelm soll man ja so tragen, dass er nicht vom Kopf fällt und muss den nicht extrem anziehen. Wenn man das richtig einstellt hier, dann sitzt es ganz bequem und man merkt diese Platte eigentlich nicht. Ich habe hier bei dem Helm auch die Möglichkeit, einmal diese Größe anhand dieser Raste da unten zu verstellen. Dazu hat er noch die Möglichkeit, dann seitlich eben diese Klappen anzupassen, dass er sich besser auf die Kopfform abstimmt und dann eigentlich auch schon ohne die Gurte recht gut oder ziemlich sicher am Kopf hält. So viel dazu. Alles weitere im Artikel auf ifan.de. Vielen Dank.